Ja, wie auch immer. So, aber als allererstes hier das Grabmal, das wir vorher nicht aufgekriegt haben. Eben standen hier noch Wildschweine, ich habe sie genau gesehen. Aber die sind inzwischen weg. So, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Munition. Wie auch immer die hier reinkommt. Und dann geht's abwärts. Licht an. Wahrscheinlich wieder irgendein blödes Rätsel, wo ich dann stundenlang hänge, was dann den Rest dieser Aufnahmesession füllt. Und wenn nicht hier, dann in den anderen Gräbern. Ja, ich sagte Gräber, Plural. Sage ich später noch was zu. Ich frage mich, ob das Wasser gefährlich ist. Noch sind wir ja nicht im Grab selber, noch haben die Rätsel nicht begonnen. Sieht mal so tief unter der Erde sein müssen. Der Tempel der Dienstmädchen. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. So, sehen wir uns mal um. Hier können wir hoch. Aber da kommen wir nicht rüber. So, was haben wir noch? Das nervt mich. Ich schalte hier mal auf die Karte, dass wir wenigstens wissen, in welche Richtung wir müssen. Eine Boje. Aha. Was machen die hier? Eine Art Fischerei. Okay, warum auch immer, wir können das da benutzen. Ah ja. So, dann gucken wir mal. Ah, okay. Mist. So, aber ich glaube, der Grundgedanke war schon richtig. Was über die Mitte, was? Ich hab's nur etwas zu früh. So. Das hier wieder hoch. Und jetzt ziehen wir mal. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Leck mich doch am Arsch. Ich bin immer noch zu schnell. Gleich noch eine zweite Runde. Macht es euch so viel Spaß wie mir? Ich liebe simple Rätsel, die man dreimal machen muss, weil das Timing nicht gestimmt hat. Und zack. Pass auf, diesmal bin ich zu spät.
Oh, ist das bitter. Auf ein neues. Wenn ich erst hier rüberspringe? Und dann jetzt hier. So. Hui. Haha. Erfolg. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. Und unsere Schatztruhe. Ein Tempel der Dienstmädchen gemeistert. Und ein halbes Upgrade für die Handfeuerwaffe gefunden. Und eine Geocache-Karte haben wir auch erhalten. So, und jetzt wieder raus hier. Wir haben noch mehr Gräber zu untersuchen. Und dann warten da noch Ruinen auf uns. Na gut. Okay, in diesem Wasser kann man nicht springen. Und das heißt, wir wären da nicht hochgekommen. Das ist gut zu wissen. Jetzt so im Nachhinein. Oh, Feuer an. Flamme an! Ach ja, Fantastic Four. Habt ihr den schon mal gesehen? So pralle war der nicht. Und wir sind frei. So, und das ist bestimmt das Feuer, mit dem wir reisen können. Hoffe ich doch. Wenn ich zu dem Ritualkammer-Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Wie, du weißt es nicht genau. Ich bin mir relativ sicher, dass Matthias irgendwas gesagt hat, von wegen Sam wäre eine Nachfahrin von Himiko. Als er sie verbrennen wollte, da war das, glaube ich. Ich meine, die Idee, die muss ich doch irgendwo her haben. Das ist sowas, denke ich mir doch nicht einfach aus. Oder? Oder bin ich jetzt ganz bekloppt? Schmutzige Tricks, sicherer Schuss. Hier gibt es noch diverse Waffenexperten-Dinger. Kopfschussfadenkreuz für Pistolen. Ja, machen wir mal. Das machen wir mal. So. Außerdem haben wir wieder Bergungsgut zu verteilen. Zu investieren. Das wollten wir ja in Brandmunition für die Schrotflinte stecken. Und dann nutzen wir unser Schnellreisesystem und begeben uns auf eine Reise. In die Barackenstadt. Und zwar ist es, glaube ich, irgendwo bei der Windmühle.
Und sonst reisen wir von da aus dann dahin, wo wir hin müssen. Also für die, die es jetzt nicht interessiert, ich denke mal, mindestens die nächste Folge ist jetzt noch weiter die Jagd nach den Gräbern, nach den restlichen. Weil ich das einfach erledigt haben will. Und das ist ein Teil des Spiels, den ich euch nicht vorenthalten will. Zumal Gräber in Tomb Raider, das gehört sich einfach so. Geheimes Grab nennen. Was? Es ist jetzt aber nicht. Wollt ihr mich verarschen? Oh, ist das dunkel hier. Mach mal Licht. Das ist jetzt aber nicht das, was uns fehlt hier schon, oder? Das fände ich jetzt lächerlich. Der hat aufgehört zu rennen. Ah! Okay, hier waren wir definitiv noch nicht. Das scheint tatsächlich schon das fehlende Grab zu sein. Ich lach mich schlapp. Ja, ich bin halt ein Meistersucher. Ich finde sowas mit Leichtigkeit. Oh Gott, ist das dunkel hier. Oh Gott, ist das dunkel hier. Grab, ein Labyrinth durch die Dunkelheit oder was? Ist das das Rätsel? Obwohl, nee. Was war das? Wir sind ja noch gar nicht im Grab. Wir sind ja noch auf dem Weg zum Grab. Hier geht's bestimmt ins Grab. Ja. Das sieht grabmäßig aus. Die Kammer des Gerichts. Das siebte optionale Grab. Also für uns zumindest. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Aha, aha, aha. Hier ist Zeug zum Umschleppen. Wofür brauchen wir das? Diese Schnitzereien sind alt. Hunderte von Jahren. Hübsch. Wäre das hier ein älteres Tomb Raider, wäre das ein Gegner. Ich erinnere mich noch in, ich glaube, es war Tomb Raider 3. Ah, verstehe. Hey. Oh, müssen wir das wirklich werfen? Kann man das nicht einfach ablegen? Lächerlich. So, aber das reicht bestimmt noch nicht. Ah. Würde mich schlapp lachen, wenn ein Ding reicht. Zwei könnten reichen. Aber zwei reichen nicht. Aber ich habe gerade noch was gesehen. Und zwar da. Und da. Zack. Demolition Man. Woman. Hey, wie frech. Hebst du das wieder auf jetzt? Ach, das ist doch jetzt ein Witz.
Nein, 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 nein. So. Scheint immer noch nicht zu reichen. Obwohl mit Anlauf vielleicht. Da muss ich doch hin, oder? Hier, da ist noch eins. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Nee. Von hier aus? Da kann ich nicht drauf. Die Regale sehen brüchig aus. Etwas mehr Gewicht müsste ihnen den Rest geben. Gibt es da was, was wir runterschießen können? Oder kann ich das hier nochmal nutzen? Nein, kann ich nicht. Hier ist was, das man anzünden kann. Was hat mir das jetzt gebracht? Die Regale sehen brüchig aus. Ach ja. Etwas mehr Gewicht müsste ihnen den Rest geben. Ich will wissen, wie ich an dieses Dingens hier rankomme. Da, oh, da ist eine Leiter. Da, seht ihr? Ansonsten... Kann ich das Ding runterschießen da? Nein.